Yo, neue Folge Overwatch mit dem 5. Ranking-Match. Wir haben ja mittlerweile schon 4 Stück am Folge gewonnen und deswegen ist auch immer noch der Peacemaker dabei. Genau. Glückssträhne, never touch a running system. Dauert viel zu. Nö. Jetzt. Zurück ins Match. Landeanflug auf Numbani. Machen Sie sich bereit. Die Gegner haben Hatsu. Wählen Sie Ihren Helden. Das Ding hat mir so lange gefehlt, ne? Ich wollte es von Anfang an. Ich hatte es nie bekommen. Das habe ich erst vor kurzem gezogen. Was? Ja, das Icon, das Hearthstone-Icon. Und ich spiele ja wirklich Hearthstone, oder? Ich habe ja auch schon für die nächste Expansion, die am 7. oder 9. August rauskommt, habe ich schon ein Pre-Order gemacht. Für 80 Packungen. Ja, ich habe ein schön fettes Pack oben gemacht. Muss eigentlich mal gucken, wann genau die rauskommt, weil ich glaube, am selben Termin kriege ich mein Tattoo gestochen. Tattoo? Was für eins? Lass mal eine Eule stechen. Eine Eule? Am rechten Unterarm. Was für eine Eule? Kann ich dir dann mal Bild schicken gleich? Weil ich bin auch voll der Eulen-Fan. Ich finde halt Eulen halt geil, weißt du, das passt halt allein schon. Also Jäger der Nacht, sag ich mal so, ne? Passt voll zu mir. Ich mach, egal was ich mache, das mache ich nachts viel, viel lieber. Und sei es 3 Uhr morgens. Ich habe auch schon um 3 Uhr morgens mein Zimmer einfach aufgeräumt und geputzt. Einfach weil ich es kann. Würde ich auch machen, wenn ich alleine wohnen würde. Aber naja. Wir haben Goldbluse, wir haben Goldrotak, Goldfrigette. Vielleicht bald auch ein Goldhanso. Bei mir war es auch so bei Hearthstone Expansion. Ich hatte glaube ich. Oh, erstmal ein dunkles hier töten, wenn ich schon unterbrechen möchte. Autsch. Okay. Ich hatte jedes Mal irgendwie Urlaub oder sowas. Also auch zufälligerweise Urlaub an den Tagen, wo die rauskamen dann. Dann konnte ich halt wirklich so bis 3 Uhr morgens wach bleiben, bis der Europa-Release von Packungen da ist und dann einfach so 3 Uhr morgens frisch Packung öffnen. Ich habe mir damals auch einfach, wenn ich mal nicht Urlaub hatte, habe ich mir dann quasi weggestellt. Bin dann halt mal eine Stunde früher schlafen gegangen, bin dann halt quasi mitten in der Nacht aufgestanden, um eine Stunde lang meine Packung aufzumachen und mir die Karten anzugucken. Weil ich kann nicht warten, ich weiß, ich habe da so Sachen zu öffnen. Dann will ich das so schnell wie es geht hinter mich bringen. Ich will die gegnerische Rundung machen. Pass auf, Genji hat dich getötet. Ja. Pass auf, der Hatsu scheint echt böse zu sein. Wer von den Handen das Hearthstone-Logo gehabt? Ja, natürlich. Wieso schieße ich schon wieder durch diese Widowmaker durch? Noch ein paar Justierungen und los geht's. Ich hab das im Gefühl, das wird eine Niederlage. Was? Ich hab im Gefühl, das wird eine Niederlage. Wie kommst du darauf? Ich hab jetzt das Soldier gewechselt. Ach, na da. Dann ist es ja nochmal so gut. Warte auf das Team, hallo. Nein, hier vorne warten. Ja, du wolltest schon wieder reinrennen.
go, go, team. Na, jo, na, 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 na. Alter, was ist denn hier los? Einfach einnehmen, schnell! Ich sehe nichts, aber es hat funktioniert. Ja, ich habe den Punkt eingenommen hier. Und ich habe gleich Ult. Noch mal zu dir, ne? Ja. Und alleine an der Frau. Nee, ja, aber es funktioniert ja, solange die anderen abgelenkt sind. Jetzt haben die auch einen Doomfist. Hat er auch so eine gigantische goldene Faust? Bist nein. Hier der neue Held, der Hamster, ne? Das ist ja für mich Genji 3.0, weißt du? Es gibt so Genji, dann gibt es Doomfist, das ist 2.0, dann gibt es halt 3.0 diesen Hamster. Weil er bestimmt so richtig. Ja, weil er so richtig abpackt wird, wenn dann irgend so ein ESL-Profi den Hamster dann gebeichert hat und dann quasi. Du weißt, kommst du in die Ecke, kriegst du erstmal so ein fette Abrissbirne ins Gesicht geballert. Übung macht den Meister. Oh. Und jede Menge Beulen und Schramm. Wo ist die Wudomaker? Bei uns. Hab sie. Alter. Alter. Ich hab mich da umgedreht. Ich glaube, er ist direkt auf meinem Schild drauf gelandet. Das war nicht der Plan. Oh, Roadhog, bist du zu blöd? Hat eine goldene Waffe und trifft nichts. Die Widowmaker ist aber echt gut. Okay. Ich wurde auf den Boden geschmettert. Zurück auf Anfang. Lol. Schon wieder alleine. Ne, ich war auch da. Ich war nicht alleine. Wieso? So. Ich hätte gerne weniger Charakter, die wie Genji funktionieren. Ich weiß, dass ich das besser kann. Und noch Rüstung für dich. Ja. Was schreibt der da? Ich weiß nicht, ich kann gerade nicht lesen, weil ich auf dem Mühe meines Bildschirms gucke. Ich würde gerne mich von hinten ranschleichen und ulten, aber ich komme ja nicht hinten rum. Kann ich da hochlaufen? Hm? Kommt nicht an die Treppe oder was? Nee, da ist ja die Widow oben. Da kommen wir mal zusammen. An den Hand. Das sollte helfen. Noch 30 Sekunden. Schon viel besser. Sie ist weg.
Ja, geil, und der eine gibt direkt schon auf, anstatt noch zu pushen. Richtig ehrenlos. Danke! Protok, danke, dass du mir hilfst! Ja, das ganze Match ist für den Arsch schon. Wir pushen aber noch. Nice. Ich sag trotzdem, als wenn der Schild zurückkommt. Nein, nein, nein. Das ist halt das Problem mit Hearts, mit dem Rank-System. Du hast automatisch verloren eigentlich, wenn du nur noch zu 5 bist. Weil es läuft immer so aus, es wird auf on point, wird es in meisten Fällen einfach, einer löscht einen aus und dann quasi ein Gegner dich aus und dann am Ende ist halt dann immer einer am Leben und ist dann meistens immer der Sechste, der vom Gegnerteam noch da ist. Mhm. Und das Problem ist halt, du kriegst halt keinen Bonus oder was. Du bist am Arsch. Du kriegst, sag ich mal, das Spiel geht nicht mal her und gibt, sag ich mal, jetzt den Lebenden, also die noch übrig sind von dem Team, irgendwie so einen minimalen Lebensboost oder sowas. Du hast einfach gar nichts. Du bist einfach komplett aufgeschmissen, weil du einen ganzen Spieler weniger bist. Weißt du, irgendwie den halt 10, 20, halt von mir aus so 20 Leben einfach dem anderen Team nochmal geben oder sowas. Also pro Spieler jemand 20 Leben plus oder, also ich, 3% erhöhten Damage Output oder irgendwas, dass du es kompensieren kannst, den Verlust. Angreifer in 30 Sekunden erwartet. Es geht doch nichts über einen guten Kampf. Waren wir denn auch alle artig? Funktioniert nicht, geil. Chunker kommt von hinten. Da ist eine Widow hinten, in der Ecke. Die von hier aber nicht schießen braucht. Schild ist aktiv. Ich bin tot. Ist sowas schon gelaufen? Ach, jetzt bekommen wir einen Goldhandel so. Aha. Tot. Das war's dann. Außer unser Hanzo kriegt jetzt irgendwie Gottmut und reckt das ganze Team weg. Entschuldigung, aber bei Liban werde ich einfach nur wütend. Brauche nicht so sagen, weil das Spiel ist eh vorbei.
Wille. Bereit für ja. Erstmal dann das Videomaterial angucken und den erstmal bannen, reporten. Fand ich ja nicht schön. Natürlich. Guck mal, Würzkin schießt aber jetzt. Meint er mich jetzt? Wow. Können wir mal kurz eine Pause machen? Ja, klar. Kackrunde. Kack-Teammate, der einfach rausgeht. Ich hoffe, der wird gebannt. Lebenslänglich am besten. Und wenn sein Inhalt gewesen sein sollte, warum er gegangen ist, ne? Dann braucht er nicht anfangen zu spielen, wenn er weiß, dass er scheiß Inhalt hat.